vengeance for my father. Hypnos wach? Nein, natürlich nicht. Du konntest aber irgendwas noch anderes machen, ne? Irgendwie glaube ich auch noch. My favorite hound and polecat friends. Was? Ich glaube, du konntest noch LB drücken. Wo? Bei Hypnos. Oder? Ach. Rest easy, son of Nyx. So, ich würde auf jeden Fall das einmal das Wiederbeleben reintun. Das da. Ach, nicht genug Asche. Können wir uns auch nicht leisten. Aber wir können ja einfach kurz Asche kaufen. Achso, wir können aber glaube ich nur zwei kaufen. Dann sind wir bei 15. Ja, aber machen wir mal einfach mal, oder? Ne, eine kann man kaufen. Hm, weiß nicht. Trade you. Schauen wir Discord, Maxi. Soll ich nicht hochtraden, schnell? Hochmachen. Jo. Was sagst du? Ich weiß nicht, wir können das ja auch einfach nächste Runde holen. Okay, dann holen wir es nächste Runde. Hier ist die Vitrine, schau. Ja, genau. So. Ja, stimmt, da konnte man das normale Schwert verbessern. Das rote von... Einer von den Aspekten war das, ja? Ja. Ja, cool. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr so gut. Once of Nyx Dollars, once banished the plate against the arrogant. Achso, sie ist ja die Tochter, dann macht das ja auch voll Sinn, ne? Was bringt das denn jetzt? Ja, würde ich... Das finde ich eigentlich ziemlich cool, würde ich erstmal ausprobieren. Das da macht, nachdem du verbraucht hast, stellst du binnen 3 Sekunden wieder her, bis maximal 1000 pro Nacht. Mhm. Das ist halt nicht so viel, aber das ist auf jeden Fall nicht scheiße. B, das, was bringt B und P? B bringt, ich weiß leider nicht, was hier, warte mal. Mächtige Gegner, die an ihren langen, mit Namen gekennzeichneten Lebensbalken erkennbar sind. Also das sind quasi so Elites, Boss-Dinger. Ich weiß nicht. Okay. Da kriegt er, verliert er 5% Leben und du erhältst 15% weniger Schaden durch den. Was bringt P? Große Wahrscheinlichkeit eine Gabel der Aphrodite. Nee, ich würd entweder V oder A nehmen. Nehmen wir mal V. Ja, da musst du halt am Anfang vorsichtig spielen, dann kannst du voll auf Rüstung gehen, quasi. Ja. Kriegst du immer Rüstung. Willst du mit den Klingen spielen oder willst du den Stab nehmen? Ja, ich nehme nochmal den Stab. Discura, the witch's staff. With me, my friend. So ein bisschen Classic. So, it's an heirloom from my family. Yep. That it is, and for as long as I can recollect. Look upon it knowing that the burden which you bear, you need not bear alone. Plus it'll keep your keepsakes all in one handy spot. A symbol of the gift-giving custom of Olympus, then. A tradition that now falls to us. Yep. 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 Magic's back to full. Yeah. So, dann haben wir es jetzt. Bitteschön. Your turn. Thank you. Once more then. The lightning sigil. Oh! Oha. Oh, look oh, oh. At this boy! Dann schauen wir mal nach Zeus. The gods must have his hands full recently. In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Ah, young lady, so we meet at last. Emerge from all that gloom to help us settle an old score. If you possess your father's strength, then we have the advantage. Let us strike. Hier dieses bonzige Gold, die Goldbrust sehr passend zu Zeus.
So, deine Spezialität bewirkt Entladung. Entladung, wenn mit getroffenen Gegner binnen 3 Sekunden 120 Schaden erleiden, wären sie vom Blitz getroffen. Also wenn die halt... Aber ich muss ja den 120 Schaden machen. Du musst 120 Schaden machen, ja. Weiß ich nicht. Ja, sprinten halt, ne? Das ist irgendwie alles ziemlich ungeil. Ich würde das oberste nehmen. Das war der Bandkreis, oder? Nee, Y. Okay. Alter, das steigt, das... Wenn du das nicht verlierst, die Rüstung, dann steigt die einfach. Ja, genau. Wenn ich kein Leben verliere oder keine Rüstung, beziehungsweise, dann steigt das halt immer. Ja. Nee, solange du Rüstung hast. Wenn du nur noch eine Rüstung hast, geht's auch. Boah. Warum sagst du boah? Nochmal zu Zeus? Meinst du kannst was verbessern? Nee. Verbessern hätte ich beim Abfall können. Auf das Zeug, dass ich nicht treffen. Olympus, I accept this message. So sind deine normalen Angriffe, machen das dann auch. Das bedeutet, die Chance, dass jemand vom Blitz getroffen wird, ist sehr viel höher. Aber ich muss ja, egal ob ich jetzt da ein X, also ob ich ein Y oder ein X drauf haue, ich muss ja so oder so 120 Schaden. Ja, ja, klar, aber das ist halt beim Boss, glaube ich, richtig geil. Aber die anderen sind halt alle nicht so geil gewesen, muss ich sagen. Ja, yeah, den habe ich gar nicht gesehen. Ich bin ein Nektarsammler. Ja, shit. Mhm. Hast diese Gegner. Hast du gesehen? Blitz. Ich dachte, ich stagger die. Nein, du staggerst die nur, wenn du die brichst. Ich hab die Rüstung verloren. Nevermind. Hoch heißt, wenn die das gelbe Leben verloren haben. Ja, ich weiß. Ja. Ich wollte gerade sagen, du hast doch jetzt ein bisschen Money. Lord Charon. We have to reach you however we can. And Charon's been more than keen to oblige. Bit of an odd fellow, but then aren't we all? That's right. Ich würde das so nehmen, ja. Wird alles irgendwie voll die Anlucky runter. Would you indulge me for a moment, Boatman? If we're to restore the old order around here, I was thinking, why not start like this? Aber ich finde, also ich finde, alles oder vieles, was sie sagt, könnte auch Sacris sagen. Ja. Sie haben schon Ähnlichkeit. Sie sind schon sehr nahe beieinander geschrieben, finde ich.
much for this. I met one of your brothers, Lord Charon. It was Moros. He delivered to me a certain artifact, but then was gone. Do you know of the fated list? Ja, aber wer ist Moros? Also, ich weiß, das ist der Typ, der die Schriftrolle gegeben hat, aber wer ist Moros? Müssen wir rausfinden. Bruder von Charon. Das hilft mir nicht weiter, Charon! It's been in my family's care before. So, what of Moros? Where could he have gone in all of this? Wir verstehen ihn nicht. Der Stein da oben hat was. Der Stein. The boatman Charon, one time steward of the dead, now sculls the rivers of the underworld in aid of those who yet resist the Titan Lord. Ist das eine Frage, die der Chat beantworten darf? Also mythologisch KP, wer das im Spiel ist? Ja. Ja, mythologisch bitte? Gerne, ja klar. What would we do without him? So, jetzt, also ehrlich gesagt würde ich nicht zu Poseidon ich gehen. Ich würde Feuer nehmen. Ich auch, ja. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Die ist aber cool gezeichnet. Mythologisch ist das der Gott des Untergangs. Ah, okay, krass. Des Untergangs, also der Zerstörung? Nee, des Untergangs. I've returned. Oh nein, ich hasse die. Mhm. Der macht das halt jedes Mal. Wenn er so ausholt, muss er um ihn rumlaufen. Jetzt um ihn rumlaufen einfach. Im Kreis um ihn rumlaufen. Tja, das wird nix. Das ist dieser Tentakel, der kommt jetzt auch gleich wieder raus, ne? Das ist auf jeden Fall dein Nemesis. Oh, das war viel. Dear, you look terrible. What happened to you there? Well, maybe you can sweat it out or something. Would that I could cauterize your wounds. Die finde ich super irgendwie. Voll. Ist ja. Ich habe keine Gabe von Hestia. Kriege ich das trotzdem? Himmelsschlag ist doch eine Sache, die du hast, die musst du opfern irgendwie. Hm. Was ist? Klick mal Pfeiltaste links. Pfeiltaste links und jetzt schau mal, ob da Himmelsschlag dabei ist. Da. Das da wäre dann weg. Das sind die normalen Angriffe, die das X machen. Oh ja, das ist schlecht. Aber du kriegst mehr Lebenskraft und mehr Magie dazu. Ich habe irgendwie nur Pech jetzt gerade in der Runde. Ich glaube, ich würde das in der Mitte nehmen, weil du kriegst 60 Leben und 60 Magie dazu. Ja, aber dann mache ich ja kaum noch Schaden. Also ich würde jetzt... Der Blitzschlag bringt bei dir eh nicht so viel irgendwie. Bis jetzt. Gibt's so Spider? It's a death cap. Da ist auch Silber, ne? Ja.
Peace, Arachne. Take care. Peace, Arachne. Saw you get into a scuffle with the great big witch. Why are you fighting? I thought you were on the same side. Oh, I can hardly keep up with everything lately. Headmistress and I aren't really fighting. Well, no, I suppose we are, except it isn't born of anger or misunderstanding. It's just her way of making certain I'm prepared. Huh. Well, look, you show her for me the next chance you get, won't you, my friend? And no pressure, but I might be watching just in case. I won't get underfoot, I promise. Oh. War schon das erste. Ja, voll. Das da oben rechts. Ja, gesehen. Muss besser sein als sie. Du kannst in den grünen Dingern drinstehen, das tut sie. Sie schießt nur. Ich glaube aber nicht, dass die dich treffen kann. Ich weiß nicht, ob du schneller sein musst als sie, aber du hast eh schon viel mehr Kills als sie, also ist eh wurscht. Und vielleicht hilft sie dir wirklich auch einfach nur. Da ist gerade ein Pilz gewachsen. Ja, das gehört aber nochmal so ausschaut. So far. At least he did his part. As soon as I told him about you, sure enough, he was plenty eager to let all Olympus know. Apollo was very kind. Though, easy for me to say. I'm not his twin. What'd you tell him anyway? Apollo und Artemis sind Zwillinge. I see. Only the truth. That I ran into the reclusive Witch of the Crossroads while scouting out our foe. And that she introduced me to a secret titan killer she's been training up. You just didn't tell him how long ago that was. So now they really think this long-lost relative of theirs is going to find Kronos and slay him. Hmm. Oh, they think you don't stand a chance. But they don't have a lot of options, so they'll support you anyway. Especially since you're family and all. And you know I will. Gegner mit mindestens 80%. Das ist, wenn sie so viel Leben haben, das ist scheiße. Ah, wenn die Gegner in deinem Bannkreis... Ah, nee, doch. Wenn die Gegner in deinem Bannkreis drinstehen, dann hast du eine 8% höhere Chance, die kritisch zu treffen. Und das ist halt nur mit dem Mega-Bannkreis, wenn du den auflädst. Das machst du halt eh nie. Pfeilschaden. Hä? Du feuerst einen durchdringenden Pfeil auf Gegner ab, die Schaden durch deinen Bannkreis erlitten haben. Ach so, wenn du dann diesen besonderen Bannkreis machst, dann werden Pfeile abgeschossen, aber die machen nur 20 Schaden. Ich glaube, ich nehme das. Ich würde auch das nehmen, ja. Was war das andere? Knochen. Uah, Maxi. Ist voll drin. Siehst du die Dealer-Dinger nicht mehr? Nee, ha? Nee.